In diesem Video wollen wir uns nun mit dem Aufbau und der Funktionsweise von Solarmodulen bei Photovoltaikanlagen auseinandersetzen. Auf der rechten Seite sind zwei Aufnahmen von Solarmodulen und den Solarzellen dargestellt. Man sieht das typische blaue Farbmuster von polykristallinen Zellen. Das heißt, man hat hier diese polykristallinen Strukturen der Zelle, man sieht die Frontseitenkontakte, das sind diese dünnen Linien und dann die etwas dickeren Querlinien, die Leiterbahnen, die die Elektronen einsammeln. Diese sind nun in diesem Fall in Reihe geschaltet, das heißt, wir haben also einmal die Solarzellen, die hier in die Reihe geschaltet sind, und dann haben wir mehrere Zellbahnen, die dann parallel geschaltet sind. Und wenn wir uns jetzt nun einmal ansehen, welche Auswirkungen diese Verschaltung der Solarzellen in Reihe und parallel hat auf die Stromspannungskennlinie. Was wir gesehen haben bei der Solarzelle, wenn wir eine einzelne Zelle haben, das heißt, dass das Symbol einer einzelnen Zelle hier mal darstellen, das ist also das elektrische Schaltsymbol für eine Solarzelle, da hatten wir gesehen, es lassen sich Strom und Spannung in dem Zwei-Dioden-Modell entsprechend so darstellen, dass wir den Strom auf die Y-Achse und auf die X-Achse an die Spannung darstellen, und dann haben wir hier diese IV-Kennlinie mit drei zentralen Parametern, die man braucht. Wir haben den Kurzschlussstrom, ISC, im Englischen Short Circuit. Wir haben hier unten die Leerlaufspannung, UOC, Open Circuit, das ist die Leerlaufspannung. Hier oben, das ist der Kurzschlussstrom. Dann als dritte Größe haben wir noch den MPP, die Maximum Power Point, das heißt den Punkt mit der maximalen Leistung, mit den beiden Punkten UMPP für die maximale, für die Spannung in dem MP, in dem Maximum Power Point und entsprechend natürlich der Strom IMPP, und MPP ist halt der Maximum Power Point. Maximum Power Point, der sich einfach ergibt, dass die Leistung U mal I ist Spannung mal Strom. So, das gilt jetzt für eine Solarzelle. Jetzt wollen wir überlegen, was passiert, wenn wir diese Solarzellen nun zunächst einmal in Reihe schalten. Das heißt, folgende Situation wollen wir uns jetzt einmal genauer ansehen. Wir haben nun mehrere Solarzellen, die wir in Reihe schalten wollen. Eine zweite und dann so weiter, bis zur Zelle mit der Nummer N. Das sind bei modernen Modulen typischerweise in der Größenordnung von 36 Zellen, die wir alle in Reihe schalten wollen. Und nun stellt sich die Frage, wie sieht die daraus resultierende IV-Kennlinie aus? Wir wissen, dass die Solarzelle wie einen Gleichstrom erzeugt. Das heißt, die Betrachtung ist im Grunde genommen genauso wie eine wie bei Batterien, die in Reihe geschaltet werden. Die Spannung vergrößert sich, währenddessen der Strom, der durch die Zellen fließt, konstant ist. Das heißt, für die resultierende IV-Kennlinie, was passiert also? Wir haben jetzt hier wieder Strom, wir zeichnen auf die Abszisse die Spannung und bekommen nun bei der ersten Zelle, wenn wir eine Zelle haben, bekommen wir diese etwas skalierter darstellen. Das ist jetzt also die IV-Kennlinie von einer Zelle. Haben wir nun eine zweite Zelle, die in Reihe geschaltet wird. Was passiert? Der Strom bleibt konstant, aber die Spannung U1 vergrößert sich auf 2U. Das heißt also, der Strom bleibt konstant. Die Spannung verdoppelt sich, wenn wir zwei Zellen in Reihe schalten. Daraus resultiert für die IV-Kennlinie also folgender Verlauf in dieser Form. Was natürlich auch passiert, ist, dass der MPP sich verschiebt zu größeren Werten, denn dadurch, dass die Spannung sich verdoppelt, muss sich auch die Leistung verdoppeln. Und das kann man nun so weiter treiben mit entsprechend n Zellen, sodass wir dann am Ende einen Zellstrang bekommen mit folgender IV-Kennlinie. Das bleibt eine lange Zeit konstant und fällt dann irgendwann ab hin zu n mal U, also 36 Zellen zum Beispiel. Wir haben hier
weiterhin unseren MPP, der sich auch vergrößert hat, MPP mit unserem UMPP und natürlich der IMPP, der sich nicht verändert, dadurch, dass die Zellen jetzt im Idealfall alle den gleichen Strom haben und wir damit also eine resultierende IV-Kennlinie bekommen mit der Bedingung, dass U gesamt gleich N mal U ist, währenddessen I gesamt, das heißt der Strom einer Zelle ist. Entsprechendes gilt nun, wenn diese Zellstränge parallel geschaltet werden. Wir wollen uns zur Verdeutlichung einmal den extremen Fall ansehen, dass unser Strang immer nur aus einer Zelle besteht und wir diese Zelle aber parallel schalten wollen mit einer zweiten und einer dritten und so weiter, sodass wir dann hier eine Zelle haben, die Nummer M bekommt. Und nun die Frage, wie sieht in dem Fall die IV-Kennlinie aus? Das heißt, wir zeichnen auch wieder hier auf die Ordinate den Strom. Wir haben hier auf der X-Achse haben wir die Spannung. Wir sollen natürlich jetzt etwas anders skalieren. Wenn wir nun sagen, wir haben hier, das ist die IV-Kennlinie unserer Zelle. Unsere eine Zelle, ergänzen wir nun eine zweite Zelle. Was passiert? Die Spannung bleibt gleich, wie man das von Batterien kennt, die parallel geschaltet werden. Das heißt also, wir haben keine Änderung der Spannung. Das U-Gesamt ist gleich das U jeder einzelnen Zelle, aber der Strom vergrößert sich. Das heißt also, bei zwei Zellen ergibt sich folgender Verlauf. Hier dann also diesen Verlauf. Das U bleibt konstant, das ist I. Hier haben wir das Doppelte von I und so geht das dann weiter. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel vier Zellen parallel schalten würden, dann ergäbe sich dieser Verlauf hier. Das wäre jetzt also 4i, wenn wir vier Zellen hätten. Entsprechend natürlich wieder der MPP, der sich vergrößert. Das heißt also, der MPP bleibt natürlich bei der gleichen Spannung, UMPP, aber der IMPP vergrößert sich, das heißt, hier haben wir den MPP, denn wir haben gesehen, der Gesamtstrom ist also M mal dem Strom von einer Zelle, wenn dessen also das U-Gesamt, wie gerade schon dargestellt ist, also das U von einer Zelle. So, das heißt also, nun haben wir gesehen, wie das Prinzip funktioniert und nun lässt sich das Solarmodul natürlich beschreiben, wenn wir also N Zellen haben, die wir in Reihe schalten und dann M von diesen Reihen parallel schalten. Daraus ergibt sich dann entsprechend eine Gesamtspannung, ein Gesamtstrom und damit auch eine Gesamtleistung, die das Modul dann widerspiegeln. Auch das wollen wir uns in einem kleinen Beispiel einmal genau ansehen. Das heißt, wir machen Folgendes. Wir nehmen uns also einen Zellstrang mit drei Zellen, die Reihe geschaltet sind und wollen nun das duplizieren, indem wir hier einen zweiten Zellstrang haben, auch mit drei Zellen. Das heißt, die Zellstränge sind entsprechend gleich lang und dann nehmen wir noch einen dritten Zellstrang, entsprechend erneut mit drei Zellen. Das ist nur sinnvoll, dass man die Zellstränge gleich lang macht. Ansonsten wird die Betrachtung der Strom- und Spannungswerte deutlich komplizierter. Das ist dann ein bisschen aufwendiger, mit Hilfe der Kirchhoff'schen Knoten- und Maschenregeln Strom und Spannung zu ermitteln. Typischerweise bei Solarmodulen hat natürlich jeder Zellstrang die gleiche Anzahl an Zellen. Jede Zelle hat also folgende Eigenschaften. Wir haben die Spannung, wir haben den Strom und der daraus resultierende Leistung. Und was passiert nun mit der Strom-Spannungs-Kennlinie? Wollen wir uns das auch einmal ansehen. Nehmen wir hier wieder die Strom, wir zeichnen auf die Sisse die Spannung, haben nun also hier den Fall, dass wir hier jetzt also die IV-Kennlinie einer Solarzelle haben mit den entsprechenden Kenngrößen. Das hier unten ist dann das UOC, ISC und hier ist dann der MPP. Entsprechend, was passiert nun mit der zunächst die Reihenschaltung, das heißt, was wir erhalten, ist natürlich dann dreimal die
Spannung, das heißt 3UC haben wir hier unten. Das heißt, wenn wir einen Zellstrang haben, wie gerade gesehen, dann bekommen wir folgende IV-Kennlinie, entsprechend hier mit dem verschobenen MPP. Und nun im zweiten Schritt wollen wir drei Stränge parallel schalten von Zellen. Das heißt also, daraus resultiert dann eine Vergrößerung des Stroms auf den dreifachen Wert, weil wir drei Zellstränge haben. Also sind hier oben bei 3ISC. Dieser Wert bleibt natürlich gleich. Wir halten damit folgende IV-Kennlinie, die so aussieht, dann abfällt und dann hier entsprechend durch die Achse geht. Wir haben hier in etwa unseren MPP. Das heißt, hieraus resultiert dann der UMPP unseres Solarmoduls jetzt mit den neuen Zellen und hier entsprechend dann der IMPP des Gesamtmoduls, bestehend jetzt aus 3 mal 3 Zellen. Und für die Leistung ergibt sich damit natürlich die Gesamtleistung. Das ist dann natürlich der IMPP mal dem UMPP. Und das entspricht gerade dem Neunfachen unserer Ausgangswerte der Original- und der einzelnen Solarzelle, sodass sich die Gesamtleistung eines Moduls einfach aus der Multiplikation der Leistung einer Solarzelle mit der Anzahl der Zellen ergibt. Zum Abschluss noch ein paar betriebswirtschaftliche Kennzahlen zu Solarmodulen und so Photovoltaikanlagen. Moderne Photovoltaikanlagen, also mit den Daten von Ende 2019, kosten ungefähr, also wenn man so den Durchschnitt bildet, mit Daten basierend auf Erhebung vom Fraunhofer ISE, das sind so ungefähr 1.000 Euro pro Kilowatt Peak installierter Leistung. Davon machen die Photovoltaikmodule knapp 40%, das ist ungefähr 40% dieser Kosten einer Photovoltaikanlage, lassen sich auf die Photovoltaikmodule zurückführen. In der Vergangenheit sah das deutlich anders aus. Wollen wir nochmal gucken, im Jahr 2006 kostete eine Photovoltaikanlage ungefähr, sagen wir mal, 4.700 Euro pro Kilowatt Peak installierter Leistung und die Solarmodule haben ja gute 70% der Kosten ausgemacht. Das heißt also, man erkennt, dass die preistreibende Quelle bei Photovoltaikanlagen hauptsächlich die Solarmodule sind und wir in den letzten Jahren einen signifikanten Preisrückgang der Solarmodule sehen konnten. Es ist im Moment so, dass man ungefähr beobachten kann bei der Preis-Lernkurve aus den letzten Jahren, dass man ungefähr 25% Preisreduktion hat bei einer Verdopplung der installierten Leistung. Weltweit. Das heißt natürlich eine entsprechend gute Preislernkurve. Die Preise sind stark gesunken. Das führt einfach dazu, dass die Kosten für die Solaranlagen insgesamt drastisch zurückgegangen sind. Wenn man sich noch anguckt, wie das mit der weltweiten Produktionskapazität aussieht, im Jahr 2019 hat man ungefähr 140 Gigawatt Peak Produktionskapazität gehabt. Produktionskapazität weltweit. Der überwiegende Anteil wird in Asien gefertigt. Also rund 120 Gigawatt werden in China und dann im üblichen asiatischen Raum gefertigt. Die Solarmodulproduktion in Europa, in Japan oder Nordamerika spielt eine untergeordnete Rolle. Hauptsächlicher Lieferant und Hersteller von Solarmodulen ist Asien. Der typische Wirkungsgrad von kristallinen Solarzellen unterscheidet sich
zwischen dem Wirkungsgrad bei Monokristallin und bei Polykristallin Zellen. Das heißt, wenn man sich mal anguckt, Wirkungsgrad, wenn wir Monokristallin haben, wenn wir Polykristallin haben, dann sind wir bei den monokristallinen Zellen im Durchschnitt im Moment bei ungefähr 18%. Das ist das, was man heutzutage auf dem Markt typischerweise erhalten kann. Die polykristallinen Zellen liegen etwas darunter. Das sind also 16,8 bis 17%. Es liegt einfach an der Herstellung und an der Wertigkeit dieser Module. Das ist das, was man auf dem Markt bekommt. Unter Laborbedingungen sehen die Wirkungsgrade schon deutlich besser aus. Moderne Solarzellen unter Laborbedingungen liegen bei den monokristallinen Zellen bei knapp 27%, etwas weniger als 27%. Bei den polykristallinen Modulen liegt man etwas darunter, da sind wir bei ungefähr 22% Laborwirkungsgrad. Das dauert dann immer ein paar Jahre, bis dann diese Technologien in die Massenfertigung umgesetzt werden kann, weil man erkennt, das Potenzial bei der Weiterentwicklung, dass mit den knapp 20% nicht das Ende erreicht ist, sondern sich die Wirkungsgrade weiter verbessern lassen. Andere Zelltechnologien, moderne Zelltechnologien erreichen deutlich höhere Wirkungsgrade, also mit solchen Multi-Junction Concentrator Solar Cells im Englischen sind Wirkungsgrade unter Laborbedingungen von mit 47% zu erreichen. Das heißt, so 47% des Sonnenlichts wird in elektrischen Strom umgewandelt in diesen 3-5 Multi-Junction Concentrator Solar Cells. Das ist also natürlich ein Spitzenwert, der im Labor erreicht wird. Auf der anderen Seite sicherlich auch eine ganz interessante Entwicklung, organische Solarzellen. Das heißt also, basiere nicht auf Silizium, sondern auf Kohlenstoff, also organisch. Das heißt, kohlenstoffbasierte Solarzellen, da erreicht man unter Laborbedingungen im Moment Wirkungsgrade von 13 bis 14%. Das ist deswegen interessant, weil organische Solarzellen flexibel sind. Die sind nicht starr, sind keine, weil sie nicht auf Siliziumbasis sind. Der Kohlenstoff lässt sich biegen, sodass sich dadurch natürlich auch ganz neue Anwendungsfälle ergeben und die Zukunft der Photovoltaik damit natürlich sehr positiv ist, weil es für unterschiedlichste Anwendungen entsprechende Solarzellen und Solarmodule gibt, sowohl organisch für Spezialanwendungen als auch hocheffiziente kristalline Zellen mit entsprechend hohen Wirkungsgraden.